Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner FIFA-Trainerkarriere mit den ersten FC Nürnberg. Wir starten direkt mit der Heimpartie gegen den ersten FC Köln. Aufgrund von schlechten Leistungen haben wir ein bisschen die Startaufstellung geändert. Im Tor steht jetzt Baumann und in der Innenverteidigung Hack. Und die Kölner beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation. Der erste FC Köln bekommt den Anstoß und somit beginnt die Heimpartie in der Bundesliga. Luis mit dem Ball spielt ihn auf Sané, Sané zu Metscher. Metscher schickt jetzt Holleer, Holleers durch, zieht ab. Aber leider kommt der Torwart noch mit der Hand dazwischen und es bleibt beim 0-0. Pass auf Sidi Sané, der rennt jetzt hier einfach mal durch. Sidi Sané ist jetzt im Strafraum, zieht ab und trifft und jetzt führen wir mit 1-0. Gute Freistoßmöglichkeit für uns. Sané wird diesen ausführen. Der Schuss kommt, der kommt richtig gut, aber leider gleitet dieser Ball ganz leicht über das Tor drüber. Hier sehen wir jetzt nochmal in der Wiederholung, wie dieser Ball ganz knapp über das Tor drüber fliegt. Die Kölner jetzt hier mit einer Kontermöglichkeit spielen nach unten. Da ist richtig viel Freiraum. Warten jetzt hier, spielen rein. Da kommt der Schuss, aber Oliver Baumann hält diesen Ball. Eckball für uns, Thielmann bringt ihn rein auf Holleer, der kommt zum Kopfball, konnte aber nichts draus machen, jetzt auf Martel, Martel kommt zum Schuss, aber leider hält der Torwart diesen Ball, jetzt haben wir wieder den Ball, Thielmann spielt auf Kraus, Kraus auf Thielmann, Thielmann mit der Hereingabe auf Martel, Martel zieht ab, aber der Torwart mit einer Glanzparade. Hälfte 1 ist vorbei und somit gehen wir mit einer Führung von 1-0 in die Halbzeit. Pass auf Luis, Luis jetzt hier mit dem Ball, schickt jetzt Holleer, perfekt, Holleer ist jetzt im Strafraum, zieht ab und trifft und jetzt führen wir mit 2-0. Jamal Luis jetzt hier mit dem Ball, spielt ihn auf Sané, Sané auf Metscher, Metscher wieder auf Sané, Sané mit der Hereingabe auf Kraus, der kommt zum Kopfball und macht ihn rein und jetzt führen wir mit 3-0 in der 73. Spielminute. Das Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung, schöner Doppelpass von Metscher und Sané, dann bringt er die Hereingabe einfach mal rein und Kraus kommt wunderschön zum Kopfball komplett frei und somit verwandelt er natürlich diesen Ball. Pass auf Sané, Sané spielt auf Draxler, Draxler zieht nochmal zurück, schickt jetzt Dilep, Dilep jetzt im Strafraum, probiert per Heber, das funktioniert und jetzt bauen wir unsere Führung aus und es steht 4-0. Das Spiel ist vorbei und somit gewinnen wir souverän mit 4-0 gegen den ersten FC Köln und das war eine deutlich bessere Leistung als in der letzten Folge bzw. als in den letzten Partien. Eine viel bessere Absicherung von Oliver Baumann und Alexander Hack in der Verteidigung. Nach dem Spiel wagen wir einen Blick auf die Tabelle. Leverkusen ist auf Platz 1 mit 18 Punkten, gefolgt von dem VfL Wolfsburg. Wir sind auf Platz 3, dahinter kommt Hertha BSC, der FC Bayern München, Hoffenheim, Leipzig, Union Berlin mit 11 Punkten. Danach kommt Borussia Dortmund, Mainz 05, Frankfurt, Werder Bremen, Freiburg, Hamburg, Köln, Arminia Bielefeld, Gladbach und auf den letzten Platz mit nur 4 Punkten ist der FC Augsburg. Wir machen direkt weiter und gehen in die zweite Partie der heutigen Folge und das bestreiten wir in der Champions League gegen den FC Arsenal. Aufgrund der guten Leistungen im letzten Spiel setzen wir wieder auf dieselbe Startelf. Einzigste Änderung ist Draxler für Metscher. Und der FC Arsenal beginnt mit einer 4-3-3-Formation. Wir haben Anstoß und somit beginnt die Partie gegen den amtierenden Champions League-Sieger. Arsenal spielt den Ball nach vorne, jetzt auf die Außenbahn. Jetzt sind sie im Strafraum, legen auf, aber Baumann hält den Ball. Wolf mit dem Pass auf Thielmann. Thielmann spielt ihn hoch zu Kraus. Kraus köpft ihn rüber auf Holle. Holleer zieht ab und trifft und jetzt führen wir mit 1-0 in der 10. Spielminute. Das schöne Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung, hohes Zuspiel auf Kraus, der köpft ihn oder legt ihn auf für Holleer und der zieht einfach mal per Volley ab und trifft hervorragend. Elfmeter für Arsenal, Grund dafür ist ein Foulspiel von Waldemar Anton, unserem Abwehrchef. Hier sehen wir jetzt nochmal die Szene, er grätscht komplett rein, kriegt aber dafür keine Karte. Saka steht bereit für diesen Elfmeter, schießt nach rechts, Baumann springt nach rechts und hält diesen Ball, Wahnsinnsparade. Kraus spielt jetzt auf Holleer, Holleer rennt jetzt hier einfach mal komplett durch, bringt jetzt die Flanke auf Sidi Sané, der zieht ab per Volley und trifft und jetzt führen wir mit 2-0. Arsenal spielt nach hinten jetzt in den Strafraum, beziehungsweise ein Doppelpass spielen jetzt nach vorne, das war kein Abseits und dann kassieren wir natürlich den Treffer bei einem so perfekten
gespielten Pass. Diesen Anschlusstreffer jetzt nochmal in der Wiederholung, Doppelpass und dann schön frei gespielt. Dann war es kein Abseits, was mich ein bisschen verwundert. Aber dann nach dieser Situation konnte Oliver Baumann auch diesen Ball nicht halten. Meiner Meinung nach absolut unhaltbar. Der FC Arsenal jetzt auf den Außenbahnen. Wolf stört den Spieler. Der setzt sich jetzt aber hinterher durch. Jetzt hier viele schnelle Pässe. Der Doppelpass und der Schuss. Baumann hält diesen Ball nicht. Und somit gleicht Arsenal aus und es steht 2:2. Eckball für uns. Draxler bringt jetzt hier den Ball rein auf Holleher. Der kommt zum Kopfball und versenkt ihn in die untere Ecke. Und jetzt holen wir uns die Führung zurück und führen jetzt mit 3:2. Nach dem Tor pfeift der Schiedsrichter ab und damit steht es 3:2 für den ersten FC Nürnberg. Sané passt auf Holleher, Holleher auf Draxler, Draxler im Strafraum zieht ab, aber leider hält der gegnerische Torwart diesen Ball und somit bleibt es erstmal bei der knappen Führung. Arsenal jetzt hier mit einem Konterangriff, der Spieler wird perfekt geschickt, der ist jetzt im Strafraum, legt rüber, aber Oliver Baumann mit einer Glanzparade und somit hält er uns die Führung. Martel mit dem Ball spielt ihn hoch zu Marius Wolf, Wolf jetzt auf den Außenbahn, bringt ihn rein zu Holleher, der kommt zum Kopfball und obwohl der Torwart aber diesen Ball hält, macht er ihn trotzdem rein und damit bauen wir unsere Führung aus und es steht 4:2. Arsenal jetzt wieder im Angriff, spielen jetzt nach vorne, sind jetzt im Strafraum, der zieht ab und trifft und jetzt haben sie wieder den Anschlusstreffer erzielt und damit sind sie nur noch ein Tor hinter uns. Das Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung, sehr schnell nach vorne gespielt und dann wurde die Sicht verdeckt. Oliver Baumann konnte aber trotzdem noch reagieren, macht sich lang, aber kommt leider nicht an den Ball und somit, wie schon gesagt, hat Arsenal damit den Anschlusstreffer erzielt. Der Schiedsrichter pfeift ab und somit gewinnen wir dieses Champions League Spiel mit 4:3 und Holleher mit einer sensationellen Leistung. Er hat nämlich einen Dreierpack erzielt. Zusätzlich müssen wir aber auch noch unseren Torwart Oliver Baumann loben, der wirklich extrem starke Paraden abgeliefert hat. Nach dem Spiel ist die Hinrunde in der Gruppenphase vorbei und deshalb schauen wir uns jetzt hier nochmal die Tabelle an. Wir sind auf Platz 1 mit 6 Punkten, dahinter kommt die Roma mit 4 Punkten punktgleich, ist dahinter auch noch auf Platz 3 der FC Arsenal und auf den letzten Platz mit 3 Punkten ist der Molde FK. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Partie und die findet statt in der Bundesliga auswärts gegen RB Leipzig. Leipzig beginnt mit einer 4-2-2-2 Formation und wir müssen 2-3 Positionen ändern. Grund dafür ist natürlich die Ausdauer. Leipzig hat Anstoß und somit beginnt die Partie in der Red Bull Arena. Thielmann über die Außen, rennt an den Abwehrspieler vorbei, ist jetzt im Strafraum, zieht ab ins lange Eck und trifft und jetzt führen wir mit 1:0 und das schon in der 9. Spielminute. Zuspiel auf Metscher, Metscher schickt jetzt Sané, das war kein Abseits, Sané rennt nach vorne, ist jetzt im Strafraum, zieht ab flach ins lange Eck und trifft und somit bauen wir unsere Führung aus und es steht 2:0. Leipzig kommt jetzt hier über die Außen, da ist ziemlich viel Freiraum, jetzt die Hereingabe, wir konnten den Ball klären, verlieren ihn direkt wieder, jetzt im Strafraum der Schuss und dann kassieren wir natürlich den Anschlusstreffer nach so einem schlechten Zusammenspiel. Hier nochmal die Szene, wir erobern den Ball, passen ihn nach vorne und dann verliert Martel den Ball und dann kommt natürlich der direkte Schuss und dann kann auch Baumann diesen Ball nicht halten und somit steht es jetzt 2:1. Sidi Sané mit dem Pass auf Metscher, Metscher jetzt hier mit dem Ball, rennt jetzt nach vorne, jetzt mit der Hereingabe auf Thielmann, der setzt an mit dem Volley, aber leider kommt der Torhüter mit seiner Hand dazwischen. Flanke auf Sané, Sané jetzt hier mit dem Ball, spielt jetzt bzw. schickt jetzt Metscher, der probiert es per Heber, aber der Ball klatscht an die Latte und somit bleibt es erstmal bei der engen Führung. Langer Ball von Leipzig nach vorne, jetzt kommt der Köpfer rüber, da kommt der Volleyschuss, Glanzparade, Baumann, aber im Nachschuss kassieren wir leider den Ausgleichstreffer und das kurz vor der Halbzeit. Somit steht es jetzt 2:2. Die unglückliche Szene für Oliver Baumann hier nochmal in der Wiederholung, langer Ball nach vorne, dann köpft der Spieler den Ball rüber, dann kommt der Volleyschuss und dann wirklich eine absolute Glanzleistung von Baumann, aber dann kassieren wir den Treffer, wie schon gerade gesagt, also sehr bitter für Oliver Baumann nach so einer Glanzparade.
Nach dem Tor pfeift der Schiedsrichter auch direkt ab und somit gehen wir mit einem Spielstand von 2 zu 2 in Hälfte 2. Pass auf, Thielmann. Thielmann jetzt hier mit dem Ball, geht jetzt an beiden Spielern vorbei, rennt jetzt hier komplett durch, ist im Strafraum, zieht ab und trifft und somit holen wir uns die Führung zurück und es steht 3 zu 2. Leipzig im Strafraum passen jetzt nochmal außerhalb, der Spieler rennt einfach durch, jetzt kommt der Schuss, aber Baumann hält diesen Ball sicher. Leipzig jetzt hier mit einem Konterangriff spielen auf die Außen. Das ist jetzt hier im Strafraum, bringt die Hereingabe. Dann kommt der Volley-Schuss vor Oliver Baumann und somit hat er keine Chance, diesen Ball zu halten und damit gleichzeitig hier Leipzig aus. Metscher läuft jetzt hier einfach komplett durch, ist jetzt hinter der Abwehr, legt auf für Thielmann. Thielmann zieht ab und trifft und somit holen wir nicht nur unsere Führung zurück, sondern Thielmann hat damit auch seinen Dreierpack erzielt. Kraus jetzt hier mit einem Pass auf Sané. Sané kommt jetzt hier am Abwehrspieler vorbei, sprintet jetzt hier komplett durch, zieht ab und trifft und somit hat er ebenfalls seinen Doppelpack erzielt. Ja, was heißt ebenfalls? Er ist der Einzige, der einen Doppelpack erzielt hat. Aber Thielmann, ein Dreierpack, also von unserer Außenstürmer ein wirklich sehr starkes Spiel. Leipzig jetzt hier auf den Außen, passen jetzt rein. Er rennt einfach hier komplett durch, dadurch muss Baumann rauskommen und dann passt er natürlich rüber. Somit haben sie die 2:1 Situation exzellent ausgenutzt und damit erreichen sie den Anschlusstreffer. Nach dem Tor von Leipzig pfeift der Schiedsrichter ab und somit gewinnen wir die Partie mit 4:5 und Jan Thielmann mit einem Dreierpack. Und zusätzlich muss man noch nebenbei anfügen, dass Oliver Baumann richtig gut abgeliefert hat und dadurch immer noch besser ist als Henderson. Klar, er hat viele Tore kassiert, aber meiner Meinung nach waren alle diese Tore unhaltbar. Nach dem Spiel blicken wir nochmal auf die Tabelle. Leverkusen ist auf Platz 1, ein Punkt dahinter sind wir. Danach folgt Wolfsburg, der FC Bayern München, Hertha, Hoffenheim, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Danach kommt Leipzig, Hamburg, Freiburg, Werder Bremen, Mainz, Union Berlin, Gladbach, Augsburg, Köln und auf den letzten Platz mit 5 Punkten ist Arminia Bielefeld. Letzte Partie des heutigen Videos und die erste Partie im DFB-Pokal bestreiten wir heim gegen Eintracht Frankfurt. Wir bestreiten diese Partie mit unserer absoluten Top 11. Einzigste Änderungen sind Weiser für Wolf und Draxler für Metscher. Und Frankfurt beginnt mit einer 3-4-2-1 Formation. Eintracht Frankfurt hat Anstoß und somit beginnt die Mission Titelverteidigung. Kraus mit dem Ball spielt ihn auf Thielmann. Thielmann mit der Flanke auf Holle, der kommt sogar an und der kommt auch noch zum Schuss, aber leider konnte der Torwart diesen Ball halten. Pass auf Thielmann. Thielmann jetzt mit dem Ball schickt jetzt Kraus. Kraus zieht ab, aber der Torwart kommt noch mit den Fingerspitzen dazwischen. Es gibt die rote Karte für den Frankfurt-Spieler und das ist natürlich sehr bitter für Frankfurt, vor allem weil wir gerade sehr ausgeglichen gegeneinander spielen und deshalb gab es hier diese rote Karte komplett verdient. Er ist noch nicht mal ansatzweise zum Ball reingesprungen, sondern eher gegen den Gegner und somit spielt jetzt Frankfurt nur noch zu 10. Tom Kraus mit dem Ball spielt ihn auf Draxler, Draxler zu Sané, Sané zieht ab, aber der Torwart hält wieder den Ball und somit bleibt es immer noch beim 0:0. Hälfte 1 ist vorbei und somit gehen wir in die Pause mit einem Spielstand von 0:0. Luis mit dem Ball spielt ihn auf Draxler, Draxler mit der Hacke auf Holler, Holler zieht ab und jetzt gehen wir in Führung in der 51. Spielminute. Das Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung, schöner Hackenpass von Julian Draxler auf Sebastian Holler, der zieht dann ab, trifft dann und somit gehen wir in diesem DFB-Pokalspiel in Führung. Sané mit dem Lauf nach vorne passt jetzt auf Draxler, Draxler passt auf Sané, Sané flankt rein auf Martel, probiert es mit dem Fallrückzieher, aber der Torwart konnte diesen Ball halten. Jetzt Kraus mit dem Kopfball, Thielmann mit dem Fallrückzieher. Also beide probieren hier mit dem Fallrückzieher, sind leider beide nicht von Erfolg gekrönt worden. Somit bleibt es erstmal beim 1:0. Thielmann mit dem Pass auf Moja, Moja mit dem hohen Zuspiel auf Dilep. Das hat aber nicht funktioniert. Der Abwehrspieler bekommt irgendwie den Ball nicht unter Kontrolle. Dilep nutzt diese
Situation aus und trifft. Das seltsame Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Moya probiert es mit der Hereingabe, das hat nicht funktioniert. Der Spieler bekommt aber auch irgendwie diesen Ball nicht unter Kontrolle. Dilep, wie schon gesagt, nutzt es aus, zieht ab. Der Torwart konnte natürlich diesen Ball nicht halten und somit steht es jetzt 2:0. Der Schiedsrichter pfeift ab und somit gewinnen wir souverän mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Nach der Partie sehen wir jetzt unseren nächsten Gegner und da geht es gegen Bayer 04 Leverkusen. In der nächsten Folge beginnen wir mit der Partie gegen den FC Augsburg. Danach spielen wir das Rückspiel oder beginnen mit dem Rückspiel in der Gruppenphase gegen den FC Arsenal. Danach spielen wir in der Bundesliga gegen Hertha BSC und das letzte Spiel in der nächsten Folge bestreiten wir gegen Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und Abo da und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Ciao!